Da ist mir wirklich richtig schwer ums Herz. Und da frage ich Jesus auch, wieso das alles? Ich habe ja schon vor ein paar Tagen, ich habe es glaube ich auch schon mal erwähnt, Marci gefragt, ob sie mal mit zum Tierpark wollen. Da hat Marci eben nur gesagt, sie haben keine Zeit an diesem Tag und was weiß ich, ist ja auch egal. Und jetzt, ja. Also gut, also da haben sie was anderes vor. Das ist ja auch in Ordnung, wenn sie was anderes vorhaben. Auch wenn ich einfach das Gefühl habe, dass es für Florian und mich schon gut wäre, wenn wir mal was zusammen unternehmen würden, einfach für, ja, für unsere Beziehung halt miteinander. Aber okay, ist so und alles gut. Was ich irgendwie im Moment wieder als sehr verletzend empfinde, ist, dass sie nicht mehr sagen können, so, wir gehen jetzt. Ich habe vor knapp eine halbe Stunde, guten halben Stunde, ich weiß es jetzt nicht genau, eigentlich nur die Tür gehört, aber nicht mal ein Tschüss oder ein Wir gehen oder keine Ahnung was. Und das, weiß nicht, das trifft mich irgendwie so sehr, weil ich weiß so oft nicht, sind sie noch im Haus, sind sie schon weg, sind sie überhaupt da? Das ist irgendwie einfach unschön. Es ist alles so, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, so enttäuschend. Ich habe gerade, als ich dann oben mein Bett gemacht habe und eben einmal kurz angeklopft habe bei meinem Sohn am Zimmer, keine Antwort reingeguckt, ja, tatsächlich weg. Irgendwie gedacht, ja, okay, ich habe verstanden. Und meinte damit in diesem Moment, dass ich einfach endlich wirklich nur noch Sachen für mich mache, für mich nur noch koche, für mich nur noch alles. Dazu gehört aber natürlich auch die Wäsche. Ich weiß nicht, ob er sich dessen im Klaren ist, dass dazu auch die Wäsche. Hallo, ihr Lieben. Ja, manchmal läuft das anders, als man denkt. Ich habe nämlich spontan umgeplant. Bin jetzt nicht zum Tierpark, sondern ich bin auf Rönn in Dänemark. Genau, und zwar ist hier genau neben uns der Hundewald, wo wir auch schon früher eigentlich sehr, 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 sehr oft, als ich noch auf Sylt gelebt habe, mit Kalle und Birgit waren und damals mit Chiara, Laila und Alina. Und okay, jetzt bin ich mit den Hunden allerdings nicht im Hundewald, sondern gerade neben dem Hundewald. Und ja, ich glaube, da hinten geht es dann auch Richtung Strand. Das werden wir jetzt mal abchecken, weil das haben wir nämlich noch nie gemacht. Weil bisher waren wir ja immer im Hundewald, weil wir die Hunde haben freilaufen lassen. Aber das ist ja mit Naila doch noch nicht, oder ich hoffe, es wird irgendwann mal nach ihrem ja, blöden Missgeschick der ungefähr jetzt einem Jahr, wo dieser blöde Hund da so auf sie zu ist, wo ja nichts passiert ist, außer dass er eine dermaßen Angst in sie hineingesetzt hat, so dass das mit dem Freilaufen und Freilaufen vor allen Dingen andere Hunde, selbst wenn sie hier nicht weglaufen könnte, es würde ihr doch wahrscheinlich eine ziemliche Angst, neuen Schrecken versetzen und das will ich ja tunlichst vermeiden. Deswegen vermeide ich jetzt den Hundewald und gehe mit den Hunden alleine im ja, mal was Neues erkundigen, was auch nicht schlecht ist.
Genau, das ist natürlich sehr ärgerlich, was leider da betrifft. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwann nochmal raus. Wir haben jetzt positive Erlebnisse schon gehabt mehrmals. Und wenn sich das festigt, sollte man das vielleicht auch mal anders hinkriegen. Mal schauen. Genau, jetzt erkundige ich also hier mal wieder Neuland. Ach so, und was Malaika und Ephraim anbelangt, sie hören ja nicht mehr. Das ist vielleicht dann auch besser, sie nicht freilaufen zu lassen. Diese Weite ist ja gigantisch. Aber ganz ehrlich, ich bin schlicht und ergreifend der Meinung, Autos haben am Strand nichts zu suchen. Es mag gewisse Vorteile haben, okay, trotzdem finde ich das einfach schrecklich. Nee, ich mag das nicht mit Auto am Strand. Ich meine, gut, jetzt in den Herbstferien sind ja, da ist es ja leer schon, sicher. Aber stell sich das im Sommer, im Hochsommer vor. Leila, geht das nicht ganz geheuer? Mausi. Das ist gerade vorbeigefahren und da hat sich Leila ein bisschen erschreckt. Ins Träumen, tatsächlich die ganze Sache mit dem Van anzugehen, mit den mobilen Reisen und so. Wow, das ist schön. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn irgendwo schön in der Natur draußen zu stehen, hat was.